bis zur Krönung von König Charles III. 74, dauert es nicht mehr lange. Der Palast veröffentlichte zuletzt das neue offizielle Porträt des Königspaares. Am 6. Mai ist es soweit und Charles wird durch den Erzbischof von Canterbury offiziell zum König gekrönt. Neben ihm wird auch seine Frau Queen Consort Camilla, 75, dann offiziell zur Königin des Vereinigten Königreichs. Ein Experte ist sicher, dass Charles und Camilla bei der Krönung eine große Kraftquelle füreinander sein werden. Die Royal-Expertin und Autorin Sally Bedell-Smith erklärt in einem People-Interview, welche Ähnlichkeiten es zwischen der Krönung von George VI. Und Charles gibt. 1937 war eine andere Zeit, aber wie bei George damals, wenn auch etwas anders, wird Camilla eine große Unterstützung für Charles sein. Sie haben zwar sehr verschiedene Persönlichkeiten, doch sie werden sich gegenseitig sehr stärken. Während Charles sich sein Leben lang auf diesen Moment vorbereiten konnte, brauche Camilla nun noch einmal mehr Unterstützung bei den neuen royalen Protokollen, die auf sie zukommen. Die Autorin beschreibt auch Camillas Rolle für Charles während der Zeremonie. Sie haben viel zusammen durchgemacht. Unterstützung und Kraft, die er braucht, wird Camilla ihm geben. Sie sei sich auch sicher, dass die beiden auch in den Vorbereitungen zum Event die Traditionen und Rituale genauestens ehren würden. Tipps für Promiflash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.